Und damit willkommen zurück bei Train Sim World 2020 auf dem PC zusammen mit mir. Ich bin Felix der Weise. Wir sind weiterhin unterwegs auf dem DLC East Coastway, stehen hier am Bahnhof von Polgate und fahren heute das letzte Stück im Szenario Eastbourne Ende. Wir bringen den Zug jetzt nach Eastbourne und anschließend dort in das Betriebswerk. So, als nächstes geht es erst einmal in Richtung Hampton Park. Und dann danach erreichen wir schon unsere Endstation. So, jetzt müssen wir aber hier mal reinschauen. Nachher dürfen wir schon wieder schneller fahren. Nee, dürfen wir nicht schneller fahren, weil ich da gerade gesagt habe, wir kommen doch in eine 35er-Zone. Die ja schon angekündigt war. Bauarbeiten wieder hier. So, und dann dürfen wir hier, glaube ich, gleich wieder schnell fahren. Das war nur wegen diesen eingezäunten da, dass da Bauarbeiten oder sowas stattfinden. Das ist eine langsame Fahrstelle. Jetzt gehen wir ein bisschen runter. Wir sind nämlich auch schon wieder hier drüber. Also, 2 Meilen sind es noch bis nach Hampton Park. Oh, scheint es wieder bergab zu gehen. Ihr seht es. So beschleunigt immer wieder. Ja, ich habe mich einfach entschlossen, das Szenario, dem Szenario einen Cut zu geben. Denn, ich habe es ja beim letzten Szenario gesehen, da waren wir schon knapp wieder bei 30 Minuten, wo ich noch so überlegt habe, nimmst du das durchgehend auf und habe mich aber dazu entschieden, auch es durchgehend aufzunehmen. Weil es so knapp eigentlich von den angegebenen Zeiten ja so knapp unter 30 Minuten gewesen wäre. So bei 28 war ich da rechnerisch rausgekommen. Und mir gedacht habe, naja, 14 Minuten, das ist dann schon arg wenig. Nachhinein haben wir dann 30 aufgenommen, aber das ist ja alles nicht so schlimm. So, jetzt aber. Hier haben wir eben noch Rangierarbeiten und alles Mögliche dabei. Von daher hier eben dann der Cut. So, jetzt geht's gleich auf die... Was ist denn jetzt los? Habe ich irgendwas verstellt hier? Oh, der Richtungswender auf aus. Und dann ist klar. Ist die Notbremse jetzt raus? Ja, die ist raus. Ja, den Richtungswender, ja, wenn man den auf aus stellt, das löst halt eine Notbremsung aus. Aber die haben wir jetzt wieder aufgehoben. Das hatten wir ja auch im ersten Part. Aber wie ihr hier seht, es gibt ja keinen festen Fahrplan oder sowas. Daher wäre das jetzt hier alles nicht so schlimm gewesen. Brauchen wir eigentlich gar nicht mehr so weit beschleunigen, weil ja sowieso schon der nächste Bahnhof kommt, wo wir ohnehin wieder anhalten müssen. So, und das war wieder etwas zu früh. Na gut, so, halten wir am nächsten Bahnhof, Hampton Park. Machen wir auch. Wir lassen natürlich auch hier die Fahrgäste ein- und aussteigen. Schauen nochmal, ob das geklappt hat. Ja, das hat wunderbar geklappt. Also, man darf sich hier nicht allzu viel verbremsen. Ihr seht, die Bahnstrecke passt gerade so, passt hier die Zweifachtraktion ran. Also große Fehler darf man sich da nicht erlauben. So, wir verriegeln die Türen wieder und dann geht es gleich weiter zu unserer Endstation Eastbourne. So, jetzt auf geht's. Musik.
So, dann sind wir jetzt unterwegs. Das sind noch nur noch 1,6 Meilen und ich glaube, in diesem Bahnhof dürfen wir auch nur relativ langsam einfahren. So erinnere ich mich zumindest. Hier kämen jetzt die 55 Meilen Strecke, die uns hier gleich erwartet. Den einfach, können wir den Zug zum Beispiel einfach rollen lassen und sich jetzt ja nicht noch auf die 70 hier zu beschleunigen. Mal gucken, was uns dann hier so für Begrenzungen erwarten. Ich glaube, wir dürfen da auch nicht so sonderlich schnell in diesen Bahnhof einfahren. So, jetzt kommt die 55er Begrenzung. Davon ist nämlich nur noch 25 Meilen pro Stunde erlaubt. Der wird uns auch schon ein haltzeigendes Signal angekündigt. So, dann Bremse lösen. So, jetzt müssen wir sehen, hier erwartet uns ja immer noch 25. Ich vermute aber, dass es dann jetzt gleich nochmal auf 10 Meilen runtergehen wird. So, einfach die Vermutung. Oder fahren wir jetzt hier wirklich mit 25 ein in den Bahnhof? Wir sind ja schon mal eingefahren, aber ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nur, dass wir da auch langsam gefahren sind. Ich weiß aber nicht mehr, mit welcher Geschwindigkeit. So, auf jeden Fall einfach. Ach, hier waren 10 Meilen an der Bahnsteige. Stimmt. Da, wo die Bahnsteige losgehen, waren da 10 Meilen. Oder? Nee, doch nicht. Ist das kurios. Aber wie gesagt, wir haben ja hier keinen vorgeschriebenen Fahrplan, den wir jetzt zwingend einhalten müssen. So, davon müssen wir dann halten. Und sollten es natürlich tunlichst vermeiden, jetzt hier zu weit zu fahren. Sehr, sehr nah am Prellbock gesetzt, der Punkt. So, damit erreichen wir Eastbourne und das ist die Endstation dieser Fahrt. Ja, und ihr seht, das dauert hier wieder ein bisschen, bis die nächste Anweisung eingeblendet wird. Was die Lok abschalten, nicht die Türen öffnen. So, genau. Dann muss der Lokomotive halt auf aus wahrscheinlich. Ja, soll ich jetzt hier die Leute mit ins Betriebswerk nehmen? Oder wie ist das jetzt hier gedacht? So, ich soll auf jeden Fall in den hinteren Führerstand wechseln. So, dann mache ich das auch aus. Und, ach so, Moment, dann machen wir auch hier die Zugsicherungssysteme hier in dem Führerstand aus. Das ist ja echt ein bisschen kurios. Ja, was ist denn mit den Fahrgästen hier? Das verstehe ich gerade echt nicht. Warum ich die nicht rauslassen soll, warum ich die jetzt hier anscheinend mit ins Betriebswerk nehmen muss. Das ist gerade so nicht nachvollziehbar, aber gut. Es wird schon seine Richtigkeit haben. Oder die Fahrt endete offiziell eben schon im vorherigen Bahnhof in Hampton Park. So, wir wechseln auf jeden Fall in den zweiten Führerstand. Okay, so ist er auch mal hier durchgegangen. Gut, dann muss der Führerstand wiederum für die Abfahrt vorbereitet werden.
Und jetzt soll ich erst die Türen regeln. Na, da haben wir die Fahrgäste noch ein bisschen warten lassen. Gruß an die, die vor allem einen Anschlusszug erreichen müssen. So, Frontscheinwerfer, Nachtfahrt. Lichter brauchen wir nicht. Wir können jetzt aber hier nochmal die Zugsicherungssysteme einschalten. Mal gucken, wo wir dann genau hin müssen ins Betriebswerk. Ja, war, glaube ich, gut, das im letzten Video zu cutten. Aber schon kurios, ich habe jetzt wirklich gedacht, man hat hier wahrscheinlich im Skript irgendwas vergessen, aber zum Glück doch nicht. So, na dann, liebe Fahrgäste, steigt schnell ein und steigt schnell aus. Hier vorne habe ich die Tür zugemacht. Ja, die war zu. So, dann können wir dann wahrscheinlich hier in Richtung... So, wir verriegeln die Tür noch auf dieser Seite. So, wenn die Signale es erlauben, erhöhen Sie die Leistung. Ja, ich glaube, das Signal erlaubt uns das Ganze. Zeigt nämlich diese zwei weißen Punkte da an. Mach aber trotzdem mal einen Speicherpunkt, vorsichtshalber. So, ich werde das aber erstmal hier auch nur auf die 10 Meilen beschleunigen. Mal gucken, was uns das Signal... Ne, 15. 15 dürfen wir hier rausfahren, okay. So, jetzt geht's dann erstmal gleich durch die Zugwaschanlage. Ach, da vorne ist dann 15. Okay, hier hätten wir sogar mit 25 ausfahren dürfen. Ja, dann geht's jetzt noch in die Waschanlage für uns. Auch mal ein bisschen das Umfeld des Bahnhofes hier in Eastbourne kennen. Ja, und da sehen wir jetzt mal eine Fahrt hier durch die Waschanlage. Das hatten wir ja auch schon mal mit irgendeinem DLC gehabt. Kurz drüber poliert, so wie das Ganze aussieht. So, und hier sollen wir nur über diesen Ort fahren, also nicht anhalten. Da muss man auch immer ein bisschen genau hinschauen. Soll man anhalten oder soll man drüber fahren? Das ist ein entscheidender Unterschied. Gut. Ach nee, hier ist nochmal... Ach, was war denn das da am Anfang? Das sah da auch wieder so ein Waschanlage aus. Hier ist nochmal eines... Route festlegen. Moment, was soll ich denn jetzt hier anhalten? Stellen Sie die Weiche und benötigen Sie... Hä? Okay, jetzt... Also das heißt, ich müsste anhalten und zurücksetzen, so wie das Ganze aussieht. Also, stellen Sie die Weiche um, Personalwagen... Ah, okay, dann muss der Zug halt dort, also auf das Nebengleis, auf dem Nebengleis abgestellt werden. Aber wisst ihr was? Ich renne jetzt nicht bis zur Weiche hinter, sondern ich mache das einfach hier über die Variante 2. Und stelle die Weiche hinter dem Zug einfach um. Dann brauchen wir... Oder? Nein, wir müssen trotzdem, glaube ich, die Weiche umstellen. Dann war das jetzt verkehrt gemacht von mir. Moment, ich stelle sie mal wieder zurück. Nicht, dass hier die Skripte jetzt hier durcheinander kommen. Ja, man sieht, glaube ich, dass sich das gelohnt hat. Ja, man hat sich ja, glaube ich, auch mindestens um 10 Minuten, nein, vielleicht um 5 Minuten verschätzt. Nicht um 10. Ist ja gleich fertig mit dem Szenario. Ihr seht, man muss dann wirklich die Weichen hier so manuell auch umstellen. Hey, wo soll ich denn jetzt hier hin? Gott, wir hätten da hinten gleich anhalten sollen. Das hätte es aber auch sagen müssen, das Spiel.
Oh Leute, nein, echt jetzt? Na, so machen wir was für die Fitness. Wir hätten hier einfach anhalten müssen, okay? Diese Weiche muss also gestellt werden. Okay, und jetzt sprinten wir wieder weit zurück in unserem Zug. Ja, super. Haben wir auch ein bisschen Lauftraining noch dabei. Ja, ich habe wahrscheinlich den Führerstand so ein bisschen abrüsten sollen da hinten. Aber der will uns direkt, glaube ich, auch in den vorderen Führerstand wieder zurückschicken. So, jetzt einmal schön durchstochen, damit das Passbild nicht mehr stimmt. Im ganzen Gestrüpp. So, jetzt soll ich hier vor. Jetzt soll ich hier vorfahren? Hä? Das wird ja immer kurioser jetzt hier. Also die Weiche ist gestellt. So. Jetzt soll ich hier vorfahren. Auch über diesen Ort fahren, also nicht anhalten, sondern drüber fahren. Also Leute, das Szenario wird immer kurioser. Das wird jetzt gerade immer etwas kurioser. Also jetzt soll ich hier über den Ausgang fahren, okay. Obwohl ich da hinten ja die Weiche schon gestellt habe. So, und jetzt? Ist eh gleich Ende hier vom Gleis. Okay, so, jetzt muss also hier wieder der hintere Führerstand abgerüstet werden und wir müssen wahrscheinlich wieder im vorderen wechseln. Gut, so, das aus. Aus, so, okay, also wieder einmal raus hier. Dann wieder in den anderen Führerstand und dann geht es jetzt endlich gleich aufs Nebengleis. So, naja, haben wir gleich das Fitnessprogramm für heute mit abgearbeitet. Müssen wir nicht noch extra ins Fitnessstudio gehen, sondern arbeiten das ganz einfach hier mit ab. Rein. Hinsetzen. Zug wieder aufrüsten. So, und dann, wenn die Signale es erlauben. Welche Signale denn? Ich sehe gar keine. Und dann sollen wir da vorne anhalten. Also nochmal durch die Waschanlage. Signale werden hier jetzt keine signalisiert. So, Weiche hatten wir, wie gesagt, umgestellt. Ja, Leute. War, glaube ich, eine ganz gute Idee mit dem Cut. Ja, das hätte sonst ein bisschen zu lange gedauert im vorherigen Video. Sind jetzt, glaube ich, zusammengerechnet bei gleich 35 Minuten. Und wir haben jetzt hier nicht die richtige Weiche umgestellt, aber der hat uns doch gesagt, wir sollen die Weiche da vorne umstellen. Was ist denn das? Ist das ein Signal für uns? Ich glaube... Nee, ich glaube, wir fahren hier rechts weg. Dann gilt das nicht für uns. Oder? Ja, wir fahren hier nach rechts weg. Dann ist das Signal für uns unwichtig. Ich sehe mal hier, guckt euch das mal an, so richtig verchromte Gleise. In dem Abstellbereich, so wie man das ja oft öfters in solchen Abstellbereichen findet. Nein, oder doch davon. Ich wollte gerade sagen, sag jetzt nicht, dass wir jetzt hier noch die falsche Weiche gestellt haben. Also zweimal Führerstandswechsel gehabt.
So, dann hatten wir diesen Zug jetzt hier. Abstellen. So, und das Ganze nochmal auf B3, also gute Übung, den Zug, um zu lernen, den Zug hier auf- und abzurüsten. So, ach, die Scheinwerfer, die waren ja schon aus. So, wir sind jetzt ohne Scheinwerfer gefahren. So, auf aus und dann aussteigen, um zu beenden. Dann machen wir das. Und sprinten dann wieder hier, so wie es aussieht, zum Bahnhof zurück oder kurz vor dem Bahnhof. Ja, und damit beenden wir dieses Szenario, was eben insgesamt 37 statt 40 Minuten, statt angegebene 30 Minuten gedauert hat. Aber trotzdem erreichen wir die Goldmedaille 8564 Punkte. Und damit haben wir auch das letzte der 5 Szenarien abgeschlossen. Wenn ihr von der East Coastway noch etwas sehen wollt, eine Fahrplanfahrt oder eine Güterzugfahrt mit der Class 36, schreibt es bitte in die Kommentare. Ich danke euch allen, die hier zugeschaut haben, und ich würde mich freuen, wenn wir uns bald in einem der nächsten Videos wiedersehen. Habt bis dahin eine schöne Zeit, euer Felix, der Weise.